Hallo und herzlich willkommen hier um LS22 im Singleplayer auf der Elbphalm. Ja, nachdem wir dann hier gestern falsch gefahren sind, so ein bisschen, ne? Eigentlich hätten wir unten vielleicht erst auf der 51 die Ballen wegsammeln sollen, aber mal gucken, wir machen erstmal hier Feld 9 leer. Werden wir zwar nochmal zum Hof fahren müssen. Bis hin, dass wir noch nicht mal alle wegkriegen, oder? Na, das täuscht manchmal auch. Einer liegt mal irgendwo da hinten, der weggeflogen war, ne? Dort hinten, genau, da fahren wir erstmal hin. Kontostand technisch würde ich sagen, ist die Vitamine auch verkauft. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, ne? Ja, so viele sind nicht drauf. 22 Stück hätte ich jetzt mehr gedacht. Also wir machen mal hier die CP-Probe, ne, oder? Starten. Null. Null Ballen sind übrig. Wo wieder hin? Das ist interessant. Aha, okay. Er hat sich dazu entschlossen, dass Null doch nichts ist und keiner mehr gefunden hat. So, wir müssen jetzt nochmal auf der Karte gucken, wo ich lang muss, wenn ich jetzt 51 will. Ne? Nicht, dass wir hier uns verfahren. Wir müssen eigentlich... Ja, eigentlich nur Straße fahren, links abbiegen und gerade runter, ne? Jo, nicht ins Wasser fahren. Er hat doch gar nicht so viele Beine drauf. So, da vorne müssen wir links abbiegen dann. Wird blockiert, ne? Kann eigentlich nur jemand auf der 51 sein. Das ist doch Nötigung, oder? Erst rumschleichen, jetzt bremst er wieder. Macht denn überhaupt der Kalker? Die Blockade hat sich aufgelöst, ne? Dann war es vielleicht doch nicht im Ballen, der am Weg lag. Oh, der Thresher, der wird schon blockiert, oder?
Wir machen das mal genauso wie oben an Feld 9. Wir stellen erstmal die Ballen hier an der Seite ab. Ich glaube, die stehen jetzt auch ungünstig, ne? Bezüglich Abfahrer. Wenn der jetzt einen Feldrandkurs langkommt. Das sind natürlich hier schon Feldreihen, wo jetzt ja Ballen liegen, ne? Kalker holt sich nochmal Kalk, ne? Wir stapeln hier nochmal um. Denn der Drescher hat schon N Abfahrer, wenn der dann noch blockiert wird, dann wird es ja hier gar nicht mehr. Ne? Werdet euch dort einig? Naja, sieht so aus. Na, hier stehen alle beide da. Wir müssen noch was verkaufen. Und zwar laden wir gleich noch mal Zwiebelsaft ein. Nichts geändert hat, ist es immer noch Nord. Jawohl. Verkauf Nord, das passt soweit. So, 66 Liter, dann wird er auch noch mal voll. Und er fährt alles verkauft.
So, Lager leer. Los geht's. Ja, wir dürften schon so fast an 700.000 rankommen. Schaffen wir das? Das werden wir dann sehen. So, hier haben wir natürlich gar nicht geguckt, ob wir für den Kurs gehabt hätten. So, hier 20. So, 9 Meter Kurs müsste sein. Ne, haben wir nicht. Aber nicht viel geflügt, ne? Ja, okay. So, er soll hier enden. So, 4, 5, 4 Bahn, Weich, 25, 0,8, ja, das macht das so. Erster Wegpunkt. Speichern wir natürlich ab unter 20. Weil den Kurs brauchen wir ja spätestens dann für Steinesammler, ne? Kurs speichern. Ja, da haben wir oben wieder ein Feld mit Dings geschrieben, ne? Mit großen E. Aber das kann ich doch, glaube ich, schalten wir mal ja weg. Das kann ich doch, glaube ich, auch im Ordner korrigieren. Ne? Denn im Farming Simulator Ordner gibt es doch einen Ordner, der heißt. Ja. Wo waren das Mods, ne? Oder? Ist ja nicht Mods Settings, sondern Mod Settings. So rum hieß der. Cosplay. Kurses. Wir spielen hier Elb Valley Singleplayer. Wir Knaller haben den Kurs in Treasure Kurs gespeichert, ne? Feld 20 war es, ne? Der muss ja hier in den Kurs rein, ne? Hätte man hier gehabt? Ne, hätte man auch nicht gehabt. In den Ordner sehe ich hier gerade. So, den mit dem großen E, den benennen wir mal um. Und dem Feld 20. Feldarbeit 9 Meter, den kopieren wir mal hier rein. So, und dann müsste ich jetzt hier der Kurs 20 drin sein, genau. Und hier ist er raus und der ist jetzt kein großes E mehr. Es könnte sein, dass er einen temporären Kurs hat, oder? Ne, er hat noch Feld 9 drin, okay. Er fällt 20, 9 Meter. Aber ich dachte nicht, dass ich das jetzt weglösche. Also wie flügen sieht das zwar nicht aus, aber ich glaube, der will ja oben ein bisschen den Punkt fahren, oder? Wir werden jetzt alles blockiert. Fast Track mit Lexian, würde ich sagen. Ballenpresse mit Pressure, oder? Also sowas Aggressives, oder?
lassen wir mal hier stehen, die Presse. Lass mal erstmal die Lektion weiterarbeiten, würde ich sagen. Ach, jetzt fühlt er sich wieder durch den Hinteren gestört. Die können nur einzeln abladen. Und schon geht's weiter. Etwa größere Lücke lassen müssen, ne? So, also 700.000 werden wir knacken, oder? 120.000 oder 112.000 werden wir auf jeden Fall kriegen für die Ladung. Ja, geknackt, Hammers. Jawohl, 747, 750 sind es leider nicht geworden. Ne? Ach so, Quatsch, da war der eingestellt noch. Er ist hier im Vorgewende. Wie viel Kalk wird denn geholt haben? Aber wir haben noch 408.000. Achso, hier war doch was. Das haben wir natürlich nicht vorher geguckt, aber ich glaube, es waren 57 Punkte, weil das hat man ja erst gekauft. Genau, 72 passt. Ob wir durchs Düngen noch was kriegen, das müssen wir sehen. So, ja, kannst du jetzt zum Hof fahren, du bist jetzt wirklich fix und fertig. Da würde ja fast auf der 13 eher fertig sein wie der da unten. Das ist der Unterschied zwischen 1 und 2 Abfahrern dann, ne? Nee, obwohl ich schaffe die nicht. Also, weil die Ballenpresse steht. Holen wir uns mal hier Ballen weg und lassen ihn schon mal zum Ballenlager fahren. Oder fahren wir jetzt?
Ui, voll davor gefahren. So, Hofballenlager. So, na, nehmen wir jetzt mit, wir machen mit Tomaten weiter, oder? Waren ja auch drei Ladungen. So, der Tomatensaft muss natürlich... Mal gucken, wo der hin muss, welche Verkaufsstelle. Supermarkt West. Müssen wir auch größeren Abstand wahrscheinlich lassen, ne? So können wir schon mal einstellen, Supermarkt West. So, hier gute Reise. Ne? Solange wir das beladen dauert, müsste der doch eigentlich fast fertig sein, oder? Ist der Tomatensaft dickflüssiger wie der Zwiebelsaft? Das war's jetzt, Supermarkt West. Supermarkt West dürfte ja gar nicht so weit sein, ne? Ich wollte jetzt mal am liebsten warten, ob der andere uns dann wirklich einholt hier. Arbeit beendet, müsste der Kalkstreuer sein, ne? Map noch gar nicht zu sehen. Da kommt er. Was
Was ist hier unten links, ne? Aber wir sind leer, würde ich sagen. Bis er überhaupt da ist. 933.186 plus 18,9 Bono. Also mit der Ladung, die jetzt ankommt, werden Millionen knacken. Das ist gut so. So. Da fährst du jetzt zur 26. Ich glaube nicht, dass es für die 26 einen Falkenkurs gibt. War mir klar. So, das gleiche nochmal. 1.120.000. Nu? Machen wir jetzt den Geld. So, den können wir natürlich schon mal losschicken jetzt hier zu Feld 41. Ne? Der kann sich dort schon mal hinbegeben. Findet den Weg? Okay, gut, geht. Ist zu wenig, oder? Da bunkern wir doch ab. So, wir kommen noch rechtzeitig, ich bin noch hier. Komm, klappt schon mal auf. Komm ich den Berg nicht hoch, das gibt's doch nicht. Oder wären wir voll? Nee. Komm, lass mich erst wegfahren hier. Wir werden nur den Berg erklimmen. Gut, aber ich würde sagen, Folge ist leider schon wieder rum. Muss entladen werden, bestimmte andere Lektion. Ja klar, der Abwasser ist nicht zurück. Dort oben kommt er.
Gut, dann wird er ja morgen hier abgebunkert. Also ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Und tschüss.